Für die Fraktion Bündnis. Ja, herzlichen Dank. Wir sind live hier wieder im Deutschen Bundestag. Zur Stunde findet statt eine Aktuelle Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion. Es geht um internationale Regeln, also UN-Regeln zur Migration, zur Zuwanderung. Im Plenum spricht für Bündnis 90 die Grünen, deren Abgeordnete Fidesz Polat. Das wurde in Ihrer Rede leider gar nicht so deutlich, Herr Hebner, in den Texten, die Sie dazu veröffentlicht haben, und in den PowerPoints-Präsentationen kann man das sehr gut nachlesen. Frau Jelbke hat es kurz angesprochen, Sie bewegen sich hier im Kontext der neuen Rechten, im Netzwerk der Rassisten hier in Europa. Sie führen hier die Verschwörungstheorien der White Genocide-Bewegung an und des großen Bevölkerungsaustausches mit Europa. Und insofern, Herr Matschi, vielleicht noch mal zu den Gastarbeiterbewegungen. Das ist nämlich der große Plan, den die AfD darin sieht. Die Gastarbeiterbewegungen gehören zu dem großen Plan seit dem Zweiten Weltkrieg des Bevölkerungsaustausches, angestoßen durch die Vereinten Nationen und der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich den Artikel anguckt, von dem Herr Hebner als scheinbar 1:1 abgeschrieben hat oder ihn vielleicht sogar selbst verfasst hat, dann steht da drin, es geht hier um die Umvolkungsspezialisten der Vereinten Nationen, meine Damen und Herren, und das ist widerlich und zutiefst antisemitisch. Sie behaupten, eine Elite würde in Europa Migranten ansiedeln mit dem erklärten Ziel, das deutsche Volk auszulöschen. Das steht im Kern hinter dieser Theorie. Ihr Narrativ bespielt eindeutig antisemitische Bilder. Und Frau Jelbke hat es angesprochen, was steht eigentlich hinter den Global Compacts of Migration? Kein großer Verschwörungsplan zum Völkeraustausch. Nein, haben Sie schon mal was gehört von moderner Sklaverei? Daran kann und muss sich was ändern. Fakt ist, dass für Millionen Migranten, insbesondere Wanderarbeiterinnen, die universellen Menschenrechte nicht gelten. Menschenhandel und Zwangsarbeit gibt immer noch. Das ist Ihnen scheinbar nicht bekannt. Weltweit müssen schätzungsweise fast 46 Millionen Menschen als moderne Sklaven ackern. Von diesen finden Millionen Menschen in ausbeuterischer Zwangsarbeit im Privatsektor, beispielsweise als Hausangestellte, auf dem Bau oder auch in der Landwirtschaft oder in Zwangsverhältnissen der sexuellen Ausbeutung statt. Und das internationale Regelwerk, der Global Compact for Migration, dient der Stärkung von Migranten, insbesondere von Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern. Bis Oktober 2017 gab es zahlreiche Konsultationen zu den Themen Menschenrechte, Migrationsursachen, internationale Kooperation, nachhaltige Entwicklung, Menschenhandel, legale Migration und Arbeitsmobilität. Genauso ein Prozess wird doch der Realität einer global vernetzten Welt gerecht. Und nur so können wir alle davon profitieren, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell, Herr Gauland. Da brauchen Sie gar nicht so verwirrt gucken. Das sind sinnvolle, weil ursachenorientierte Lösungsstrategien. Darum geht es bei den Global Compacts, und das unterstützt meine Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir wissen, dass sich die Zivilgesellschaft und die Kirchen sich intensiv in den Beratungsprozess eingebracht haben. Sie haben hierzu einen 10-Punkte-Plan verabschiedet. Dieser Aktionsplan beinhaltet viele gute Vorschläge. Ich will einige nennen: den Schutz und sichere Fluchtwege für Asylsuchende, die legalen Einwanderungsmöglichkeiten für Arbeitsmigranten, für mehr Rechtssicherheit für Migranten und Flüchtlinge und hier speziell auch die Rechte und den Schutz, ganz wichtig, von Frauen und Kindern, meine Damen und Herren. Und ich appelliere auch an die Bundesregierung, Herr parlamentarischer Staatssekretär, sich diesen Forderungen aus der Zivilgesellschaft gegenüber offen zu zeigen. Deshalb ist es wichtig zu erwähnen, dass es auch beim Compact on Migration vielleicht an dieser Stelle auch um den effektiven Schutz von Diskriminierung geht. Von Diskriminierung, vor diesem Gift des Rassismus müssen nicht nur Migranten, genau, und Flüchtlinge geschützt werden, sondern alle Menschen in diesem Land, auch vor ihnen. Europa und Deutschland müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Menschenrechte, meine Damen und Herren, auch hier auf der rechten Seite, gelten egal wo, egal wann und egal für wen, auch im Transit, auch in Bewegung. Auch ein Mensch, der in Ihren Augen irregulär migriert,
ist, hat Menschenrechte. Punkt. Dieser Pakt ist nur eine konsequente Weiterführung des Menschenrechtsschutzes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Phyllis Pullert, Bündnis 90 Die Grünen. Diese Regeln seien ein Schutz der Menschenrechte, hat sie hier in dieser Aktuellen Stunde gesagt. Weiter geht es mit Thorsten Frei für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Um ehrlich zu sein, mir hat sich lange gar nicht erschlossen, was eigentlich der Hintergrund dieser Aktuellen Stunde sein soll und inwieweit man sich gegen internationale Absprachen zur Regelung von Problemen, die bei uns in Deutschland alleine nicht gelöst werden können, tatsächlich einwenden kann. Und da will ich an der Stelle einfach nur sagen, nur weil Donald Trump sagt, dass das letztlich eine Initiative wäre, mit der Masseneinwanderung in wohlhabende Länder organisiert würde, unter Umgehung nationaler Gesetze und dem Willen der jeweiligen Völker, wird es ja noch lange nicht wahr. Es ist in der Tat falsch, es ist irreführend und es verkürzt vor allen Dingen den Sachverhalt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz entscheidend, sich vor Augen zu führen, dass wir in einer globalisierten Welt leben, wo man zwar Wünsche haben kann, aber diese Realisierung eben nicht innerhalb nationaler Grenzen oder auch nur in Europa, in unserem Kontinent, letztlich auch tatsächlich verwirklicht werden können. Das ist eine Grundwahrheit, der muss man sich genauso stellen wie der Automatisierung, der Digitalisierung oder auch andere weltweite Phänomene. Und genau das macht Deutschland, wenn wir uns an diesem Compact und den Diskussionen darum beteiligen. Was ist denn der Rahmen, in dem wir uns bewegen? Es ist doch offensichtlich, wir diskutieren so viele außenpolitische Themen hier im Deutschen Bundestag, wo wir spüren, dass die dahinterliegenden Konflikte letztlich Auslöser auch sind für die Probleme, mit denen wir hier bei uns im Land konfrontiert sind. Wenn wir beispielsweise über den Südsudan oder über Darfur oder auch über andere Weltregionen diskutieren, dann sind es doch häufig ethnische Konflikte. Dann ist es die Auswirkung von Klimawandel, Verwüstung, Wassermangel, Mangel von Weideland, daraus resultierende Schwierigkeiten bei der Ernährung und vieles andere mehr. Und das muss man doch in den Blick nehmen, auch wenn man über Fluchtursachenbekämpfung sprechen möchte. Wer das nicht tut, verschließt die Augen. Wer sich die Zahlen der Vereinten Nationen anschaut, die sind alarmierend, in der Tat. Es sind ja nicht nur die von uns oft zitierten 65, 66 Millionen Menschen, die weltweit gezwungen sind, aus ihren Herkunftsländern zu fliehen, sondern wenn man Migration umfassend betrachtet, dann sind es etwa 240, 250 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Wir alle sind uns einig, dass die großen Herausforderungen diesbezüglich nicht im Nahen und Mittleren Osten liegen, sondern auf dem afrikanischen Kontinent. Und dort ist die Sachlage eben die, dass da nicht nur 1,1 Milliarden Menschen leben, sondern dass die sich bis Mitte des Jahrhunderts verdoppelt haben werden und bis Ende des Jahrhunderts noch einmal verdoppelt haben werden. Es gibt Zahlen beispielsweise aus Ländern wie Kenia, wie Tansania, Senegal, Südafrika beispielsweise, wo man davon ausgeht oder die Leute sagen, dass etwa die Hälfte ihr Land verlassen möchten. Bei den noch ärmeren wie Ghana oder Nigeria sind es 2/3 der Menschen. Es ist nicht so, dass die zu uns kommen können. Das ist auch vollkommen klar. Natürlich geht es dabei auch um Grenzschutz und die Organisation davon, dass hier kein Chaos entsteht. Mein Kollege hat es formuliert, es geht um Steuern, Ordnen und Begrenzen. Das machen wir sehr wohl. Aber die Faktizitäten auszublenden, das ist doch einfach kurzsichtig und wird am Ende im Übrigen auch nicht Ihr Ziel erreichen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich mal anschaut, was in dem Global Compact eigentlich drin ist, dann muss man sagen, sind es ja ganz viele Themen, die für uns essentiell sind. Im Kern geht es ja nicht darum, dass Entsendeländer, wenn man so will, unbedingt dieses organisieren wollen, sondern es geht darum, dass man mit den
Herkunftsländern, Aufnahmeländer, Transitländer, haben Sie formuliert, letztlich die verschiedenen Interessen und Herausforderungen auch an einen Tisch bekommt. Wenn es beispielsweise um die Frage geht, wie schaffen wir in den Herkunftsländern Rahmenbedingungen, um schnelle und sichere Rückführungen zu ermöglichen. Das muss doch auch in unserem Interesse liegen. Sie haben das formuliert, Frau Kollegin. Und deswegen müssen wir uns dort genauso engagieren, wenn es darum geht, den Druck von den Aufnahmeländern zu nehmen, wenn es darum geht, gemeinsame Grenzkontrollen richtig zu organisieren und zu koordinieren, dann sind das alles Themen, die international geregelt und gelöst werden müssen. Dafür bietet es den richtigen Rahmen. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass die Bundesregierung nicht einfach nur beteiligt ist an diesem Prozess, sondern dass sie eine federführende Rolle übernommen hat, auch Zwischenkonferenzen hier in Berlin organisiert hat. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, diesen eingeschlagenen Weg auch konsequent weiterzugehen. Herzlichen Dank. Thorsten Frey war das für die CDU-CSU-Fraktion, der hier den Kurs seiner Regierung verteidigt hat, im Rahmen der UNO tätig zu werden. Nächste Rednerin ist Aydan Özuoğuz für die SPD. Sie war früher die Ausländerbeauftragte, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Gerade zu Beginn Ihrer Rede wirklich sehr deutlich gemacht, was, glaube ich, viele Redner hier denken. Warum diskutieren wir über etwas, wo wir auch noch mitten im Prozess sind und ja, was aus zwei Teilen besteht, ja in Wahrheit, den Global Compact on Migration und den Global Compact on Refugees, was auch schon Frau Jelpke ausgeführt hat. Es wird nur ein Teil angemeldet, der für Arbeitszuwanderung, aber mehr diskutiert über den der Fluchtzuwanderung. Also wollen wir das jetzt mal zusammenfassen und deutlich machen. Das ist eine starke Willensbekundung fast aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, endlich einmal ein umfassendes Konzept zum weltweiten Umgang mit Migration, also Einwanderung, Auswanderung und Flucht auf die Beine zu stellen. Und diese beiden Pakte sollen am Ende der Verhandlungen, naja, so etwas wie Grundsätze, Maßnahmen, ich würde es eher so etwas wie Mindeststandards nennen, was darauf, also aufstellen, was eben darauf abzielen soll, Völker- und Menschenrechtsverstöße zu unterbinden. Und natürlich sind ja nicht nur Staaten daran beteiligt. Es ist schon genannt worden, es ist die Zivilgesellschaft, der Privatsektor, die Gewerkschaften, internationale Organisationen, vorhin wurde der Heilige Stuhl zu Recht genannt, alle sind an diesem Prozess beteiligt und wollen am Ende auch einige Ergebnisse ja auf den Weg bringen. Und ich frage mich schon, wie kann man eigentlich gerade in so einer Zeit vieler Migrationsbewegungen, aber eben auch vieler Fluchtbewegungen etwas dagegen haben, dass möglichst viele Akteure sich zusammensetzen und einen Versuch unternehmen, um zum einen zu verstehen und zum anderen auch gemeinsame Regeln darüber aufzusetzen, was passiert eigentlich wirklich global, wo sind unsere Standards in der Migration und was kann eigentlich dagegen sprechen, dass Deutschland hier Standards setzt und auch sagt, so stellen wir uns eigentlich ein Mindestmaß vor, wie man dann mit den Menschen umgeht. Es geht ja in diesen Papieren zum Beispiel darum, ich lasse jetzt mal das aus, was schon genannt wurde, aber Frauen- und Kinderrechte sollen gestärkt werden. Was kann man eigentlich dagegen haben? Die Pakte zielen darauf ab, Ausbeutung von Arbeitsmigranten zu verhindern. Wenn ich mir noch mal vorstelle, was wir auch in diesem Land diskutiert haben, wie waren denn die Zustände gerade beim, oder wie sind die Zustände beim Bau von WM-Städten? Und ich denke noch mal an Katar. Was passiert da eigentlich? Wir sprechen von Sklaverei. Das muss doch endlich mal auch auf den Tisch. Und da müssen wir auch sagen, wie wir uns das alle vorstellen, wie Arbeitsmigranten denn wirklich behandelt werden müssen. Und zwar in allen Ländern dieser Erde, nicht nur bei uns. Hier versucht die AfD, wie aus einer, wie ich finde, sehr sinnvollen Initiative, ja, irgendwie alles unter einen Hut zu schrauben, dass das alles eine Bedrohung für Deutschland wäre. Wir sind auf halber Strecke, wir haben noch mehrere Verhandlungsrunden vor uns, aber schon jetzt wird gesagt, dass der Pakt, es sind ja in Wahrheit mehrere, schlecht für unser Land sei. Das ist nicht glaubwürdig. Und Sie sprechen eben über eine Gefährdung der Hoheitsrechte. Da möchte ich dann doch noch mal zwei Dinge herausheben. Ein beträchtlicher Teil von 258 Millionen Migranten und Vertriebenen
sind weltweit Gefahren ausgesetzt. Und darum muss man sich kümmern. Und ich möchte ausdrücklich als Zweites betonen, die Erhaltung der nationalen Souveränität, auch das wurde hier schon genannt, ist bezüglich ihrer Zuwanderungspolitik im Entwurf festgehalten. Und jetzt zitiere ich mal, ich habe es mir eben schnell noch rausgesucht. The Global Compact reaffirms the sovereign migration jurisdiction of each state. Das kann man nicht falsch verstehen. Und die aktuell verhandelten Texte stellen eben einen starken Gegenpol dar zum migrationsfeindlichen Zeitgeist dieser Tage. Auch das muss man ja mal deutlich machen, vor allem gegenüber Flüchtlingen und Asylbewerbern. Und vielleicht ist genau das Ihr Problem mit dieser Initiative der UN-Mitglieder. Es ist ja nicht überraschend, dass Trump und Orban hier plötzlich sagen, sie wollen noch mal ganz eigene Initiativen anstreben. Interessanterweise wird dann, reden Sie gleich über diesen Migration Compact, wo es ja dann um reguläre Arbeitsmigration geht. Aber wir wollen doch gerade dafür sorgen, dass der Flüchtlingspakt Ideen enthält, wie eben Aufnahmeländer entlastet werden sollen. Und es geht eben auch um Maßnahmen der Rückkehrunterstützung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber haben wir in den letzten Jahren hier viel gesprochen, wie man Menschen auch dabei, es ist zigtausendfach sogar angewandt worden. Aber das wollen Sie natürlich nicht sehen, das ist mir schon klar. Aber wir müssen uns darum kümmern, wie können Menschen unterstützt werden, die eben auch rückkehren können oder dies eben auch wollen, aber ein Stück weit auch Unterstützung einfach brauchen, weil sie vor dem Nichts stehen möglicherweise. Ich stelle einfach fest, dass Sie über diese Themen nicht sprechen wollen, nicht in dieser Art und Weise. Sie wollen, dass die Vereinten Nationen das sofort wieder abbrechen und dass sie auf gar keinen Fall diese weltweiten Diskussionen haben, weil dann könnten die Menschen ja plötzlich merken, ja, es gibt tatsächlich Flucht von Menschen, die alles verloren haben, denen es ganz schlimm geht. Nicht für jeden haben wir hier in Deutschland auch einen Asylgrund. Aber es ist überhaupt keine Begründung dafür, so schlecht zu reden und über sie zu hetzen. Und ich komme natürlich zum Schluss. Ich finde es sehr richtig, dass wir diesen Weg weitergehen und ordentlich verhandeln und uns mit allen Mitgliedstaaten hier auch weiter committen und wirklich noch mal mit denen auch verständigen. Vielen Dank. Soweit Aydan Özuoğuz für die SPD-Fraktion, die hier deutlich gemacht hat, dass sie dafür ist, die Frauen- und die Kinderrechte zu stärken und auch die von Wanderarbeitern. Weiter geht es in dieser Aktuellen Stunde jetzt mit Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es nicht so ganz in Ihr Weltbild passen mag, Migration ist kein Recht. Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt, ich zitiere, jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Zitat Ende. Man darf also niemanden in seinem Land einsperren, so wie es die SED getan hat. Es gibt aber auch keine Pflicht, jemanden aufzunehmen. Jeder hat das Recht, in das Land seiner Staatsbürgerschaft zurückzukehren. In ein anderes Land aufgenommen zu werden, ist hingegen ein Privileg. Und die Entscheidung über diese Aufnahme ist ein Grundpfeiler der Souveränität eines Landes. Für Deutschland heißt das, wir als Deutsche dürfen und sollten entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer nicht. Und Ausländern sollten wir vermitteln, dass es ein Privileg ist und kein Recht, hier zu sein. Es gibt kein Recht auf Aufnahme. Es gibt auch kein allgemeines Recht auf Nicht-Zurückweisung. Auch das kommt relativ häufig. Es gibt das No-Refoulement-Gebot, Artikel 33 der Genfer-Flüchtlingskonvention. Aber das geht nur um Zurückweisung in Staaten, wo Folter oder politische Verfolgung drohen. Es gibt kein Recht auf Einreise. Auch nicht und insbesondere nicht, wenn jemand ohne Papiere einfach dasteht und Asyl ruft. Und daran sollte man sich endlich mal halten. Übrigens steht gerade das im Global Compact for Migration, Paragraph 13. Ich erlaube mir, das englische Original ganz kurz zu zitieren.
National sovereignty. The Global Compact reaffirms the right of states to exert sovereign jurisdiction with regard to national migration policy. Soweit, so richtig, Frau Özoğuz. Also, die Nationalstaaten entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Das ist ein souveränes Recht. Dann frage ich aber die Bundesregierung, warum lagern sie genau das an die Europäische Union aus? Und das ist nämlich genau das, was passiert. Das Problem, das ist nicht der Global Compact. Das Problem ist das, was damit gemacht wird. Die EU ist kein Nationalstaat und wir werden alles daran setzen, dass es auch nicht dazu kommt. Aber was machen Sie? Was machen Sie? Sie geben diese Kompetenzen an die EU ab. Da gibt es einen Migrationskodex, da gibt es einen Asylkodex, da gibt es den aktuellen Antrag von Federica Mogherini im EU-Parlament, der gestern entschieden worden ist. Und indem die EU sich hier Recht besorgt, verstoßen Sie gegen das souveräne Recht dieses Deutschen Bundestages und übrigens zugleich gegen den Global Compact. Ich sage Ihnen mal, was die EU-Kommission so machen will, und dann kommen wir gleich dazu, wie unverbindlich das alles ist, Herr Macchi. Sie will aufzeigen, wie wichtig der Schutz der Rechte von Flüchtlingen und Migranten ist. Der Schutz Europas findet keine Erwähnung. Sie will die globalen Pakte für Migration aktiv verteidigen und voranbringen. Sie will einen fundamentalen Grundsatz der Nichtzurückweisung durchsetzen. Sie will durch eine gut durchdachte Migrationspolitik die Ungleichheit zwischen Staaten mildern, also Deutschland herabwirtschaften. Sie will große Summen investieren. Sie will eine Neuansiedlungspolitik. Sie will einen weltweiten Mechanismus zur Aufteilung der Verantwortung. Sie will andere Länder verurteilen, die aus den Verhandlungen ausscheiden oder erfolgreich darin sind, den Inhalt des endgültigen Paktes zu verwässern. Steht alles hier drin, Herr Macchi. Und sie will die Pakte verpflichtend machen, um zu verhindern, dass Staaten einen à la carte Ansatz verfolgen, also vielleicht auf die Idee kommen würden, national ihre Einwanderungspolitik zu regeln. So unverbindlich ist das alles. Die EU hat nicht begriffen, dass wir nicht im Restaurant sitzen. Die Nationalstaaten haben das Recht, das zu entscheiden, und nicht die EU-Kommission. Und deswegen gehört es auch in dieses Parlament und nicht auf irgendwelche anderen Ebenen, auch nicht auf die weltweite und auch nicht auf die europäische, sondern in dieses Haus. Und das ist auch der Grund für diese Aktuelle Stunde. Und lassen Sie mich noch anfügen. Migration ist nicht zwingend erfolgreich. Sie tun immer so, als sei das super. Sie kann scheitern, und scheitert vor allem dann, wenn die Qualifikation der Einwanderer niedrig ist. 2013, also vor der sogenannten Flüchtlingswelle, hatten schon 40% der Zuwanderer aus dem Nicht-EU-Ausland keinen Abschluss. Naja, und seit der Flüchtlingswelle haben die Messerstechereien um 20% zugenommen. Wir haben importierten Antisemitismus im Land. Ist eine hervorragend erfolgreiche Migration. Nein, wir müssen Migration verantwortungsvoll gestalten. Und das bedeutet auch, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Nicht das, was Sie als SPD da planen, sondern wir brauchen eins nach kanadischem Vorbild. Und das heißt auf gut Deutsch, Qualifizierte werden angeworben, Nicht-Qualifizierte kommen nicht rein. Und wer das zu entscheiden hat, sind wir. Sie haben geschworen, liebe Minister, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Halten Sie sich daran, Zuwanderungssteuerung gehört auf die nationale Ebene, nicht auf die europäische. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zuwanderungssteuerung auf die nationale, nicht auf die europäische Ebene, sagt Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Und außerdem, es gebe kein Recht auf Einwanderung. Nächster Redner ist Alexander Trumm für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die typische Ausgangssituation in diesem 19. Deutschen Bundestag. Die AfD stürzt sich auf alles, was die Wörter Migration, Migranten, Flüchtlinge enthält, neigt zur Hysterie und zur Panikmache und ruft die größte Völkerwanderung aus, die es je gegeben hat. Auf der anderen Seite Linke, SPD, Grüne, die an dieses Thema ein bisschen blauäugig herangehen und die Augen hin und wieder vor der Realität verschließen. Beides ist fehl am Platz. Ich sage es Ihnen, Herr Macchi. Am 27. Februar fand eine interparlamentarische Ausschusssitzung des Europäischen Parlaments mit den Vertreterinnen und Vertretern der nationalen Parlamente statt. Ich war dort als Vertreter der CDU-CSU-Fraktion, und der Herr Ebner war dort als Vertreter seiner Fraktion. Die Linke, die SPD, die Grüne und auch die FDP haben mit Abwesenheit geglänzt.
Das wäre, wenn Ihnen dieser Pakt so wichtig ist, und zwar wäre er das, die Gelegenheit gewesen, vor den Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Parlaments, aber noch wichtiger, denen der anderen nationalen Parlamente der Europäischen Union, unsere, ihre Positionen zu vertreten. Und es war gut, dass ein Vertreter aus diesem Haus, ein weiterer Vertreter, in diesem Fall ich, an dieser Sitzung teilgenommen hat, weil ansonsten hätten wir das Feld dem Herrn Hebner überlassen, mit ähnlichen Äußerungen, wie er es heute hier auch im Deutschen Bundestag getan hat. Ich habe darauf hingewiesen, dass Deutschland auch nach wie vor ein verlässlicher Partner bei der Regelung und Steuerung der internationalen Migration sein wird, aber wir auch von anderen Ländern eine stärkere, eine größere Solidarität einfordern bei der Übernahme von Flüchtlingen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und der Herr Hebner war dort und behauptet nun heute, wir würden den Bundestag entmündigen, indem hier nicht darüber beschlossen wird, und es würden deutsche Souveränitätsrechte an die UN abgegeben. Herr Hebner, ich frage Sie, ob Sie nur körperlich dort anwesend waren oder was Sie diesen Nachmittag in Brüssel eigentlich gemacht haben. Dort wurde deutlich erklärt, dass es sich nicht um die Abgabe von Souveränitätsrechten handelt. Im Gegenteil, dass die nationalen Souveränitätsrechte gewahrt werden sollen. Und selbstverständlich auch, dass es sich um einen rechtlich nicht bindenden Pakt handelt, der die Souveränitätsrechte weiterhin wahrt. Entweder haben Sie dort nicht zugehört oder es nicht gelesen, oder, und das vermute ich leider, Sie stellen Ihre Behauptungen hier erneut wieder besseren Wissens auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde schon viel gesagt, was geregelt werden soll. Es sind vor allem, was der Pakt für Flüchtlinge anbelangt, die Mindeststandards in der Welt. Für Kinderrechte, die Menschenrechte achten, Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur Bildung, Zugang zur Justiz, Rechtsschutz. Alles Rechte, die wir hier in Deutschland, ja in der Europäischen Union, alle wahren und einhalten, ja teilweise sogar übererfüllen, was der Standard des zukünftigen Paktes anbelangt. Es muss niemand Angst haben vor diesem Pakt. Im Gegenteil, es ist die Chance für uns in Deutschland und Europa, dass auch andere Länder dieser Welt außerhalb der Europäischen Union sich an diesen Mindeststandards zukünftig orientieren und dadurch auch ein Stück weit den Druck auf die Europäische Union, auf Deutschland, auch in der Sekundärmigration abnehmen wird. Es heißt aber auch, dass es bessere Möglichkeiten der Arbeitsaufnahme zu fairen Bedingungen geben soll. Faire Bedingungen, Arbeitsschutz, Arbeitszeit und Lohn haben wir in Deutschland. Es darf aber keine Ausweitung mit diesem Pakt einhergehen, was die Zuwanderungsmöglichkeiten zur Arbeitsaufnahme angeht. Es kann nicht darum gehen, dass wir heute illegale Zuwanderung einfach durch Gesetz, auch nicht durch das zukünftige Zuwanderungsgesetz, zur legalen Einwanderung machen. Deswegen müssen Empfehlungen in diesem Pakt, in dem Entwurf zur Regularisierung und zur Legalisierung des Status von Migranten, die sich mit einem illegalen Aufenthaltsstatus im Zielland aufhalten, aus dem Pakt herausgenommen werden. Diesen Schritt werden wir nicht im Pakt und auch nicht, das will ich ankündigen, im zukünftigen Zuwanderungsgesetz mitmachen. Und dann letzter Punkt, und das müsste Ihnen eigentlich gefallen. Sie sollten solche Schriftstücke auch zu Ende lesen. Beispielsweise die New Yorker Erklärung, die ja der Startschuss für die Verhandlungen war. Und da will ich Sie nur auf die Ziffer 58, man muss es bis zum Ende lesen, dann verweisen. Dort wird nämlich festgehalten, wir legen den Ländern der Herkunft und den Zielländern eindringlich nahe, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Migranten, die keine Aufenthaltsgenehmigung für das Zielland haben, auf geordnete Weise, vorzugsweise auf freiwilliger Grundlage, in das Land ihrer Herkunft oder Staatsangehörigkeit zurückkehren können. Wir haben da immer wieder Probleme, beispielsweise im Bereich der Passersatzpapiere. Und genau darum geht es. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit, letzter Satz, wären auch eine ordnungsgemäße Identifizierung und die Ausstellung der entsprechenden Reisedokumente sicherzustellen. Das ist etwas, von dem wir in Deutschland ganz besonders profitieren würden. Und insofern kann es nur sinnvoll sein, diesen Pakt auch weiterhin zu verhandeln und mit unseren Maßgaben, wie ich gesagt habe, dann auch abzuschließen. Herzlichen Dank.
Soweit Alexander Trom für die Unionsfraktion. Nach Ihnen jetzt Ute Vogt, SPD. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sozialdemokratische Partei geht nicht blauäugig in solche Debatten, sondern wir gehen, Herr Kollege von der CDU/CSU, natürlich mit großem Realismus in solche Debatten. Und deshalb hat der Kollege Matschi ja schon von Anfang der Debatte darauf hingewiesen, Wanderungsbewegungen sind so alt wie die Menschheit. Und wenn Sie sich hier umschauen und mal die Zusammensetzung des Parlaments insgesamt sich vor Augen halten, dann müssen Sie mal überlegen, wer heute überhaupt hier wäre, wenn nicht Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern gewandert wären. Wahrscheinlich würde höchstens jeder Dritte überhaupt noch hier im Deutschen Bundestag sitzen. Und noch nicht einmal der heute schon zitierte Donald Trump wäre überhaupt nach Amerika gekommen, wenn es in seiner Familie nicht auch eine Auswanderung damals aus Deutschland nach Amerika gegeben hätte. Es sind inzwischen rund 250 Millionen Menschen, die international als Migrantinnen und Migranten unterwegs sind. Und die Zahl wurde schon gesagt, 2016 sind allein 280 Menschen aus Deutschland, also Deutsche aus Deutschland, auch in andere Länder ausgewandert. Migration ist also etwas ganz Normales und das schon seit vielen Jahrhunderten. Und in einer Zeit, in der Waren und Finanzströme international und global unterwegs sind, wer sind wir denn eigentlich, wenn wir glauben, dass wir in solchen Zeiten Menschen in ihre Länder einsperren könnten? Damit wäre auch nichts für alle Lebensstandards von uns gewonnen. Und es gilt natürlich, dafür einzutreten, dass diese Migration geordnet, sicher und rechtssicher vonstatten geht. Aber genau das will dieser Global Compact for Migration und auch der Global Compact on Refugees, der nicht getrennt davon auch diskutiert werden kann. Von den über 250 Millionen Migrantinnen und Migranten, die derzeit unterwegs sind, sind etwa 65 Millionen Menschen Vertriebene auf der Flucht. Und auch in der AfD-Fraktion gibt es im Übrigen Menschen, die sogar im Kirchner ausweislich stehen haben, sie seien als Flüchtlinge hierher gekommen. Also sie können ja dankbar sein, dass es auch ein Recht gibt, von einem Staat aufgenommen zu werden. Und wir müssten uns mal vor Augen halten, wie viel humaner unsere Welt sein könnte, wenn wir uns gemeinsam weltweit auf sichere und humanitäre Regelungen verständigen würden. Dieser Global Compact ist auch ein Baustein, mit dem wir unserer Verpflichtung nachkommen, die wir mit den Nachhaltigkeitszielen eingegangen sind. Die Agenda 2030, der wir uns alle verpflichtet haben, die legt fest, dass wir auch daran arbeiten, dass es den Ländern insgesamt gut geht, dass es Ungleichheiten gilt zu verringern, innerhalb der Länder, aber eben auch zwischen den Ländern. Denn keiner und keine kann auf Dauer gut leben, wenn es Nachbarn schlecht geht. Es hilft also auch, ein funktionierendes System der Migration gemeinsam einzuführen. Letztlich geht es eigentlich um Selbstverständlichkeiten. In einer zivilisierten Welt gilt es festzuschreiben, eine Migrationspolitik, die auf Menschenrechte achtet, eine Arbeitsmigration, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte auch sichert und gefahrlose und reguläre Routen für Migration festzulegen. Das dient dem Kampf auch der organisierten Kriminalität und entzieht Schlepperbanden den Nährboden. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man gegen solche Vereinbarungen sein kann. Alles in allem also ein wichtiger Pakt, der aus meiner Sicht ruhig durchaus verbindlicher werden kann und muss. Denn so ein Pakt kann, wenn er funktioniert, am Ende ganz viel dazu beitragen, dass unsere Welt ein Stück besser und ein Stück sicherer wird und dass vieles, was heute schon Recht ist, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention oder auch
die Kinderrechtskonvention, Rechte, die wir unterzeichnet haben, dass die dann auch weltweit international gelebt werden. Dafür lohnt es sich einzutreten und daran arbeiten wir auch mit. Ute Vogt war das für die SPD, die den hier in Rede stehenden Pakt als wichtig bezeichnet hat, der ruhig verbindlicher werden könnte. Nächster und letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Michael Kuffer für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja wirklich sehr dafür, dass wir uns hier zu wichtigen Themen auch kontrovers auseinandersetzen. Ich bin, glaube ich, einem übertriebenen Hang zur Harmonie völlig unverdächtig. Aber das ist schon ein Kunststück hier heute. Also Sie blasen ein Thema auf, bei dem es wirklich keine Kontroverse gibt, jedenfalls unter vernünftigen Gesichtspunkten überhaupt keine Kontroverse geben kann. Und deshalb, Sie haben das natürlich jetzt einfach überbrückt, indem Sie mühelos zu anderen Themen sprechen, als zu dem Thema, um das es eigentlich geht. So kann man das natürlich machen. Damit kaschieren Sie auch, dass Sie wieder mal überhaupt nicht vorbereitet sind. Überhaupt nicht vorbereitet. Das kann man auch nicht. Das kann man auch nicht, wenn man so, wie Sie es diesmal wieder gemacht haben, 6 Minuten vor Deadline das Thema einloggt. Da kann man nicht vorbereitet sein. Und wenn Sie vorbereitet gewesen wären, dann hätten Sie einige interessante Dinge festgestellt. Nämlich, dass es in dem Abkommen gehen soll um eine Grundlage für die globale Steuerung von Migration, dass die zentralen Ziele dieses Vorhabens sind, unter anderem den politischen Willen anderer Länder zu erhöhen, selbst Flüchtlinge aufzunehmen, dass die internationale Lastenverteilung gestärkt und damit eine Umverteilung zugunsten der Länder, die schwere Lasten wie die Bundesrepublik Deutschland tragen, gefördert werden soll und damit insgesamt die Umverteilung, Neuverteilung der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen in andere Länder zugunsten von Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland geregelt werden soll. Es geht um eine gerechtere Verteilung, es geht um die Erhöhung der Aufnahmebereitschaft. Mit dem, wie Sie sich heute hier präsentieren, sagen Sie Nein zu einer gerechteren Verteilung zugunsten der Bundesrepublik Deutschland. Sie sagen Nein zu einer Erhöhung der Aufnahmebereitschaft anderer Länder. Und insofern, ich frage mich wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, wir können eins feststellen, Sie haben es einfach nicht gelesen. Sie müssen es jetzt ja nicht bestätigen, aber Sie haben es nicht gelesen. Anders kann ich mir es nicht erklären. Und selbstverständlich geht es hier um ein Abkommen, das rechtlich nicht bindend ist. Aber so ist es nun mal in der internationalen Diplomatie. Sie haben ja neuerdings auch einige Kollegen in Ihren Reihen, die sich Außenpolitiker nennen. Wenn die sich in Zukunft auch mal mit anderen Personen treffen als mit Vertretern verbrecherischer Regime, dann werden die das auch feststellen. So sind die Mittel in der internationalen, Diplomatie. Es lässt sich international eben nur schwer mit den Mitteln von Zwang und Regulierung Politik machen. Und das ist ja nicht das Anliegen dieses Abkommens. Man kann das nicht oft genug betonen. Dieses Abkommen ist im ureigensten Interesse Deutschlands, denn es mindert den Migrationsdruck auf Deutschland und Europa. Und es steht damit in einer Linie, der Maßnahmen der Bundesregierung auf nationaler und auf europäischer Ebene. Und wenn man sich wie Sie heute immer nur auf einzelne Maßnahmen stürzt, dann liefert man keinen praktisch wirksamen Beitrag. Sie liefern wieder mal keinen Beitrag. Und deshalb setzen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Koalitionsvertrag auf ein Bündel von Maßnahmen. Der Bundesinnenminister hat die Agenda der nächsten Wochen und Monate erst gestern in aller Entschlossenheit im Innenausschuss vorgetragen. Ich darf noch mal die wichtigsten Punkte daraus zitieren. Wir werden den Rechtsanspruch auf Familiennachzug für subsidiär Geschützte abschaffen und durch ein freiwilliges Kontingent für humanitäre Härtefälle von 1.000 Personen jeweils ersetzen. Wir werden Algerien, Marokko und Tunesien sowie weitere Staaten mit Anerkennungsquoten unter 5% zu sicheren Herkunftsstaaten erklären und damit die Verfahrensdauern signifikant beschleunigen. Wir werden mit den Rückführungszentren, den sogenannten Ankerzentren, ein neues und wirkungsvolles Instrument schaffen, um unsere Kapazitäten zu bündeln, die Asylverfahren zu beschleunigen und die Rückführung von nicht schutzbedürftigen
effektiv und schnell zu gestalten. Und wir werden auf europäischer Ebene an unseren Positionen festhalten im laufenden Prozess, die da sind, die Beibehaltung der grundsätzlichen Zuständigkeit des Ersteinreiselandes. Wir treten ein fürs Festhalten an einem engen Familienbegriff und wir sind für wirkungsvolle Verteilmechanismen auf europäischer Ebene im Falle der Überforderung. Wir handeln und Sie machen nichts anderes, wieder mal nichts anderes, als dass Sie Situationen beschreiben, keinen Beitrag zum Handlungskonzept liefern und das auch nur unzureichend. Also insofern same, same, auch heute wieder vielen Dank. Soweit Michael Kuffer für die CDU-CSU-Fraktion. Er war der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde, die beantragt worden war von der AfD-Fraktion. Und es ging der englische Titel um den Global Compact für Migration, also eine weltweite Regelung für die Wanderung, Zuwanderungsbewegungen. Ein aufgeblasenes Thema hat Michael Kuffer als letzter Redner hier diese AfD-Aktuelle Stunde genannt, die durchaus kontrovers diskutiert worden ist.